Golf von Oman. 2014. Gulf of Oman. Oh Mann. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da sollen ja richtig heftige Sandstürme sein. Mal schauen. Wie das ja das Spiel beeinflusst. Schade, dass sie Wake Island nicht genommen haben. Das ist ja eigentlich so der Inbegriff der Battlefield Map. Ja? Aber naja. Vielleicht kommt die im Naval Strike. Wer weiß. Ja, würde sich ja zumindest anbieten. Wer weiß. Kommt ja auch schon Ende März. Also, diese Spekulation, dass Battlefield in jährlichen Schritten rauskommt, ist sehr groß. Wollen wir es mal so sagen. Weil die hauen hier ein DLC nach dem anderen raus bei Battlefield 4. Und wenn man sich den Premium-Kalender anguckt, dann geht es auch nur bis Oktober. Also sehr merkwürdig. Oh, da hinten ist, glaube ich, schon der Sandsturm. Wundert mich, dass der vom Wasser herkommt. Muss ich ernsthaft zugeben. Eigentlich müsste der doch von da kommen. Oder von da zumindest, weil da sind Berge. Normalerweise ziehen Sandsturm nicht über Berge. Aber er kommt vom Wasser. Das ist ein bisschen komisch, aber na egal. Sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen so aus wie bei Battlefield 3, tatsächlich ein bisschen heller. Aber wenn der Sandsturm anrollt, dann ist wahrscheinlich Ende mit hell. Hier ist, das ist noch neu. Gut, hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht irgendwie. Hätte man sich auch sparen können. E haben wir. Aber ich hier mal. Hier läuft ja immer mal einer durch. Was haben wir hier? Oh, schnell Feuer Scharfschützen gesagt, Leute, ne? Ja. Eigentlich müsste ich zu G. Ich gehe mal zu G. Okay, ich sterbe am liebsten einfach. Paroklar sind vorhanden, kann allerdings jetzt auch ein Fretz liegen. Da oben eigentlich noch? Ja, die gibt es tatsächlich noch. Also man kann entweder die Leiter nehmen oder das weiß ich mittlerweile schon, das habe ich schon gesehen. Man kann hier nämlich den Aufzug besteigen. Den haben sie allerdings ein bisschen anders gemacht als die anderen Aufzüge. Der fährt nicht direkt aufs Dach. Ja, glaube ich, auch ein bisschen komisch. Ja, bei dem Haus. Sondern der geht hier erst mal in so ein Zwischenstockwerk. Und dann geht man die letzten paar Meter nach oben und da ist auch schon in der Truff. Gut, da bin ich natürlich eisern, ja. Mache ich mir natürlich zur Aufgabe, die da runterzuholen. Aha, Claymore. Bop, bop, bop. Oh.
wie gesagt, im Grunde genommen, wenn man die Leiter hochgeht, dauert es halt ewig und man ist verwundbar, wenn man den Fahrstuhl hochgeht. Ja. Ist das jetzt auch nicht viel schlechter? Nur, dass man nicht so verwundbar ist. Ja. Weil die Möglichkeit, dass hier in dem Gang, der jetzt gleich kommt, einer steht, ist doch dann schon relativ gering. Ja, weil die konzentrieren sich halt doch eher aufs Snipen dann. Verständlicherweise. Ja. Hier, wie gesagt, also irgendwie kann ich mir das logisch nicht richtig erklären, warum hier jetzt ein Sandsturm übers Wasser kommt. Ja. Naja, egal. So, F ist weg, den holen wir F. Ja, der Sandsturm rollt auch jetzt hier gerade ein, so wie es aussieht. Von hinten natürlich. Boah. Also man kann echt nur ein paar Meter weit gucken. Ja. Sieht auch schön dreckig aus. Hat auch so einen leichten Rauschen auf der Zaunkulisse. Das natürlich alle Sinne so ein bisschen wegdämpft. Man sieht nicht viel, man hört nicht alles unbedingt. Oh, und der Kran kommt ein. Kippt um. Das sieht schon einigermaßen gut aus. Geht bestimmt noch besser, ne? Aber Aussehen ist halt nicht alles, ja? Ich spiele lieber ein Spiel, was ein gutes Gameplay hat. Sieht dafür aber nicht so doll aus. Ja? Und das ist so ein bisschen das große Problem an Battlefield 4. Die Kampagne zeigt eigentlich genau, worauf geachtet wurde. Auf Aussehen und nicht auf Gameplay. Die Story, mal davon abgesehen, dass sie völlig belanglos ist. Also, ich hab die bis heute nicht verstanden. Und von wegen Dima, ja, dass der Typ, der da in dieser komischen Zelle da rumgurt, und einem raushilft und dann stirbt, dass der gleiche ist wie in Battlefield 3. Ja, nee, glaube ich nicht, weil der bringt sich nämlich in Battlefield 3 um. Der macht sich ein Heady. Wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Auch wenn der da redet von wegen Atombombe oder so, aber nein. Also wenn das Dima ist, dann hat der zwei Leben, keine Ahnung, aber er bringt sich um. In Battlefield 3. Aber gut, wie gesagt, storytechnisch ist bei Battlefield 4 sowieso eine Wucht. Ja? Einfach nur eine Wucht. Wir rennen hier jetzt rum. Ah, wo ist A? Da hinten.
Es sind 31 Leute auf der anderen Seite, ich sehe keinen. Wenn ich mal einen sehe, werde ich totgeschossen. Oh, da hinten ist einer. Shit. Ich wusste, ich wäre tot gewesen, aber ich wollte wenigstens noch die komischen Dinger da mitnehmen. Die Spawn-Bacons. Hat nicht so gut funktioniert. Was? Von rechts, ey. Ich dachte, das wäre einer von mir. Die Runde ist eindeutig. Also wenn wir das Ding jetzt noch verlieren, dann weiß ich nicht. Den Zweifel lege ich dann im Team. Die haben doch da unten auch ein Spawnbecken aufgebaut. Mit Garantie. Hinter mir. Mann, Alter! Der Fuckpanzer steht daneben. Na ja, gut, ist auch gerade explodiert. Hm. Hey, Jesus Maria Christus. Ah, kriegst du mir so einen Hals? So einen Hals krieg da, verstehst du? Das geht da nicht. So, sehe ich hier irgendwo ein Spawnbecken? Sehe ich nicht. Ja, hat sich das erledigt? Dann werde ich jetzt mal da reinschießen. Wir wollten es ja nicht anders. Kann man die scheiß Dinger da eigentlich kaputt machen? Natürlich nicht. Ist ja Levolution, Levolution! Destruction 3.500! Yeah! Supergott! Also, die sollen echt aufhören, da irgendwelche Zahlen ranzupacken, weil je höher die Zahl wird, umso weniger macht hier überhaupt irgendwas. Kaputt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ist nicht so geil, um ehrlich zu sein. Oh. Wieder kann ich nichts markieren, aus was für Gründen auch immer, und ich bin tot. Fire, Fire, Fire. Ach so, scheiße. Bin ja gar kein Pionier. Ich rette ihm den Arsch und was krieg zum Dank? Dass er zuguckt, wenn ich sterbe. Super. Irgendwas habe ich freigeschaltet, aber keine Ahnung was. Wo ist die Sau? Wo ist die bekackte Sau? Das Gute ist natürlich, dass man in dem Sturm wirklich kaum was sieht. Man würde ja so schon kaum was sehen, aber der ist von uns. Da ist er ja. Ihn nicht getroffen habe, ne? Da oben scheint gar keiner drauf zu sein. Das ist ja eine Seltenheit. Und damit haben wir gewonnen. Yeehaw! So, das war Oman, Wolf of Oman, Oman. Also die Karte, auch wenn der Sturm darüber zieht, hat sich am wenigsten verändert, um ehrlich zu sein. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Ist immer noch so eindeutig wie eh und je. Ja, wenn, die Teams nicht so ausgeglichen sind. Nicht so ganz. Ich war trotzdem keine
naja, nicht so sonderlich gut, aber egal, wie gesagt, man muss auch erstmal rein und. Ist halt trotzdem, auch wenn es die gleichen Maps wie gesagt sind, das ist halt irgendwie ein anderes Spielgefühl, weil man stirbt einfach schneller. Weißt du, der schießt ein ganzes Magazin auf dich, du merkst aber nur zwei Schuss und du bist tot.